Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Renate und wir haben die Gusterbox bekommen. Die ist sehr schwer. Ich lasse sie lieber stehen. Ich dachte, ich packe die jetzt mit euch zusammen aus, wie jeden Monat. Das ist also die Märzbox von die Guster. Die Brandnussbox haben wir auch bekommen, die steht noch neben mir. Die kommt dann auch gleich noch dran. Eine Werbung für die Coldbox von die Guster. Ich habe es ja schon mal gesagt, die haben wir momentan nicht abonniert und auch nicht einzeln, weil uns die in der letzten Zeit, wo wir sie bekommen haben, nicht so mehr so gefallen haben. Ich fand vor allen Dingen nicht gut, dass praktisch die Hälfte jeweils vegan bzw. vegetarisch war. Ich mag gerne vegetarische Sachen, ich mag gerne vegane Sachen, aber ich möchte nicht so dazu gezwungen werden. Ich möchte gerne neue Sachen kennenlernen mit den Boxen. So sieht's aus. Ihr Lieben, die Box heißt Brunch. Dann schauen wir mal, was es zum Brunch gibt. Mr. Brownie auf jeden Fall. Und hier liegt auch schon Mr. Brownie. Mr. Brownie, Easter Brownies. Also mit kleinen Ostereichen drauf. Die scheinen flach zu sein. Ja. Mit richtiger belgischer Schokolade. Rich, moist and fudgy. Die gibt es übrigens so zur Info auch bei Action, haben wir gesehen. Ich weiß nicht, ob alle Sorten. Gibt ja die mit weißer Schokolade, gibt die mit normaler dunkler Schokolade. Es gibt jetzt offenbar eine Easter Edition, Oster Edition. Ja. Ob alle, weiß ich nicht. Aber es gibt die auf jeden Fall bei Action. Und hier unten. 2,79 Euro kostet das. Ich glaube, bei Action ist es günstiger. Aber da wir es nicht gekauft haben, kann ich es nicht beschwören. Osterbrownies. 8 einzeln verpackte Schokobrownies mit buntem Osterdekor. Einfach unwiderstehlich, wenn Sie es sagen. Und dann haben wir Pukka-Tee. Elegant. Earl Grey. Ah, ein Earl Grey-Tee. Gut. Erhebender Schwarztee mit Bergamotte, Zitrone und Lavende. Warum müssen Sie das so gerne mit Bergamotte parfümieren? Weiß nicht, ich bin nicht so wild auf Bergamott. Naja, ich werde es mal probieren. Und meine liebe Schwägerin wird bestimmt mitprobieren. Ne? Jo. Wir teilen sowas auf jeden Fall immer. Und die kostet auch noch 4,99 €. Zart abgestimmt mit Zitrone, Lavendel und erfrischender Bergamott. Ich hätte jetzt auf das Bergamott verzichten können. Auch Lavendel müsste ich nicht unbedingt im Tee haben. Also ich habe eine wunderbare Lavendel-Handcreme. Die finde ich großartig. Aber hier müsste ich nicht haben. Wie gesagt, 4,99 €. Wie viele Teebeutelchen sind da drin? Na, steht das irgendwo? 40 Gramm, 20 Teebeutel. Das klingt das schon ziemlich teuer. Naja. Ach, und dann haben wir mal wieder Tomatenketchup von Hela. Mit Bio-Tomaten aus der EU. Sonnengereifte Tomaten. Einer von uns beiden mag Ketchup. Ich bin es nicht. Aber du magst am liebsten den Hahn. Heinz. Genau. Aber so in Soßen und so, da passt das ganz gut. Da kann man auch sowas nehmen. Ne? Hier. 2,59 €. So eine kleine Flasche 2,59 €. Das finde ich auch teuer. Ne? Alles ist teuer geworden. Ja, es mag sein, dass Fernseher günstiger geworden sind. Aber so das, was man zum Leben braucht, die Sachen, die sind alle teurer geworden. Kann mir keiner was anderes erzählen. Hier haben wir Giotto. Ah, 9 Giottos. Gut, ich mag das nicht, aber einer von beiden mag das. Wie ich dich kenne, wirst du dann vielleicht einen am Abend essen. Es ist wirklich, er mag Süßes, ne? Aber in Maßen. Ne? Mal ein Stück und der Rest geht dann in den Kühlschrank. Ne? Ich weiß, man darf Schokolade nicht im Kühlschrank aufbewahren, aber es gibt Leute, die mögen es lieber aus dem Kühlschrank. Und dann, bitteschön, soll es so sein. Ne? Ich nicht. Aber ich mag die sowieso nicht. Also, hier unten, ja, Giotto, Momenti. Inspiriert von Neapolitaner. Boah. Ach so, das ist eine Einzelstange im Wert von 1,49 €.
In der Handel gibt es die 154 Gramm Packung für 2,99. Da sind eben zwei Stangen drin. Ja, denke ich. Und dann haben wir eine Fanta, neuer, unwiderstehlicher Geschmack. Zero Sugar. Hatten wir den nicht schon mal in einer Box? Kann sein, ja. Ich mag ja keine Orangenlimonade, aber zum Glück mag mein weltbester Ehemann die Fanta. Da unten steht sie. 93 Cent zuzüglich Pfand. Das ist gar nicht mal so günstig, ne? Egal. Und dann haben wir hier, von Dabo, zuckerreduziert Marillenmarmelade. Fruchtaufstrich. Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert, ne? Marmelade, also Konfitüre heißt es, wenn, glaube ich, 50% Zucker, 50% Frucht sind. Darüber hinaus ist es Fruchtaufstrich. Und Jam, ja, wie heißt das denn? Dieses Zitronige, also Zitrusfrüchte, die haben noch einen anderen Namen, ich weiß nicht. Also, ich mag gerne süße Orangenaufstrich, ne? Den gibt es auch bei Aldi, ne? Meine ich. Oder Lidl. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Doch, ich glaube, bei Lidl gab es. Gibt es schon ewig nicht mehr gegessen, aber das würde ich auch mögen. Ja, das ist also, wie gesagt, Marillenfruchtaufstrich, Zucker reduziert. Und ja, und da kann man allein mitmachen, ne? Marillenknödel. Marillenknödelchen. Ja, eigentlich ist für uns ja mehr Aprikosen, ne? Aber nun ja, da unser Sohn in Österreich lebt, gerne auch Marillen. Kostet, was denkst du, was das kostet? Das ist 250 Gramm. Was denkst du, was das kostet? 4,49 Euro. Nein, 3,79 nur. Siehst du, hast du schon gedacht. Was ist das? Vegan Porridge. Vegane Porridge. Also meine Haferflocken sind immer vegan. Immer. Das ist jetzt Sherry Shock. Also mit Schokolade und Kirschen. Nur kochendes Wasser hinzufügen. Ich glaube, das schenke ich unserem Schwager. Weil der jeden Morgen ja so Porridge oder irgendwelche Knusperflocken sowas als Frühstück gerne isst. Und ich möchte nicht mein Porridge mit Zartbitterschokolade und auch nicht mit Kirschen. Ich glaube, das mag der. Ist von Ruf, ist neu. Aber wie gesagt, normale Haferflocken. Kann man reintun, was man will. Joghurt, Quark, Milch, Ersatzmilch, Früchte, was auch immer. Kostet viel weniger, ich schwöre es. Ist ganz schnell gemacht. Die kann man auch über Nacht einweichen, wenn man da Spaß dran hat. Die kann man direkt essen, egal. So, das kostet 85 Cent. Das ist ja nicht viel hier, ne? 60 Gramm. Und davon ist ja schon ein Teil die Schokolade. Also wie gesagt, am besten zart, ja, sind die blütenzarte Haferflocken von Köln. Diese blaue Packung. Meistens 99 Cent. Wunderbar. Damit kann man das alles machen. Haferflocken, Brot und überhaupt alles mit Haferflocken. Haferflockenkekse, wenn man mag. Also Haferflocken sind ja jetzt Superfood. Ich liebe sie ja seit meiner Kindheit und jetzt sind sie Superfood. Jetzt sind sie, ja, richtig gesund und schön, ne? So, die gab es jetzt in eine Sorte pro Box. Es gibt also drei Sorten. Also eins ist mit Himbeeren und das andere kann man nicht sehen. Ne, steht auch nicht hier, was das ist. Vegane, ah doch, da oben. Ha, Red Berry, Cherry Shock, das haben wir. Oder Nut Mix mit Nüssen. Mhm. Ja. Und das sind Datteltomaten in Stücken. Natürlich süß. Datteltomaten. Die sind ja gar, ne? Die Tomaten. Denn rohe Tomaten kann ich nicht vertragen. Aber das kann man doch eine schöne Tomatensauce von machen. Ne? Die kann man auch pürieren, dann sind die Stücke weg. Ja, dann mögen wir das. Einer von uns mag ja keine Stücke drin. Ne? Das ist immer sowas. Alles. Ich kann ja nichts dafür, dass du keine Stücke magst. So, pass auf. Diese Packung, wie viel ist es? Nicht viel, ne? 300 Gramm. 300 Gramm. Tomaten kostet, ich habe es verloren, 1,79. Ja. Muss sehr gut sein. Oh nein. Oh,
Okay, das können wir sogar brauchen hier. Also das ist ja hier Just Spices. Das ist ein ganz, ganz raffiniertes Geschäftsmodell von denen. Die, was kostet diese jetzt hier wieder? 5,99. So, 5,99, 65 Gramm. Es gibt also entweder Curry-Hähnchen-Gewürz, das haben wir, oder Oatmeal Spice. Damit Porridge nicht so öde schmeckt. Das ist lachhaft. Porridge, also Haferflocken, wir sprachen ja drüber. Gib einfach einen Teelöffel von dem, wenn du das andere hast, Oatmeal Spice, das Haferflockengewürz, einen Teelöffel dazu, dann schmecken die jetzt richtig. Das ist albern. Die haben ja für alles und jedes irgendeine Gewürzmischung. Bratkartoffelgewürz. Also, in Bratkartoffeln kommen Pfeffer, Salz, meinetwegen noch Paprika edelsüß oder Paprika, Rauchpaprika, wenn man möchte. Alles. Also, wer möchte Zwiebel oder wer möchte Speckwürfelchen. Aber auf jeden Fall ein Gewürzen? Nein. Da braucht kein Bratkartoffelgewürz. Es braucht auch kein Zimtsterngewürz, wie das, was einmal drin war. Das braucht kein Mensch. Und das braucht auch keiner Curry-Hähnchen-Gewürz. Also wir haben Curry als Gewürz, wir haben Curry, gibt ja tausend verschiedene Currys, aber wir haben ein Curry, was wir mögen, so. Und an sich ist Brathähnchen-Gewürz eben Pfeffer, Salz, Paprika. Wie gesagt, das können wir brauchen, aber nötig wäre das wahrhaftig nicht und schon gar nicht für den Preis. Ich finde es lächerlich. So. Das ist wirklich ein toller Marketing-Gag, was die sich haben einfallen lassen. Ne? Aber nötig ist es nicht. Das wird euch auch jeder Koch bestätigen. Bester Curry-Mix steht hier. In einer Prise Curry und Hähnchen. Das Traumpaar. Probier es auch und überzeuge dich selbst. Egal ob in Curry, als Marinade oder sogar für ein ganzes Brathähnchen. Du brauchst nur noch einen Mix. Ja. Entschuldigung, aber das ist... 5,99. Ich wünschte wirklich, ich hätte die Idee gehabt. Jetzt kommt erstmal Pappe und dann zweimal Kokoswasser. Oh, Kokosnusswasser. Nicht von Konzentrat. Es ist wirklich richtiges Kokoswasser. Wow. Entfällt von Natur aus Kalium und Vitamin C. Ja, toll. Habe ich noch nie gesehen. Vita Coco. Also Kokoswasser habe ich natürlich schon gesehen, aber dieses nicht. Da gab es als Alternative auch Vita Coco Pressed. Ist ein erfrischendes Getränk, reich an Elektrolyten, Vitamin C und schmeckt großartig. Geliebt von Berühmtheiten weltweit, das ist mir egal. Eignet es sich hervorragend nach dem Training, also Erfrischung zwischendurch, oder in Smoothies und anderen Rezepten. Der perfekte Partner für einen gesunden Lebensstil. Die andere Sorte ist, also wir haben das blaue und das andere ist Coco Pressed. Ausgepresste Kokosnuss offenbar, weiß nicht. Beachte das Mindesthaltbarkeit bis zum 3.4.24. Das ist ja jetzt nicht mehr so lange. Ne? Nee, dann müssen wir das... Aber hier steht drauf, 3.5.24. Da steht wirklich drauf, 3.5.24. Ja, vielleicht haben wir ein Paket gekriegt, wo schon die neue Charge drin ist. Bitte beachte die Mindesthaltbarkeit zum 3.4.24. Original, das andere, das Pressed Coconut, 19.4. Im Handel normalerweise 60 Tage Mindesthaltbarkeit. Also hatten die das schon eine Weile da rumstehen, nehme ich an. Aber hier steht wirklich eindeutig drauf, 3.5.24. Ja gut. Wir werden das sowieso alsbald dann trinken, das ist keine Frage. Ne? Was kostet das, habe ich das schon gesagt? Nee. Rate? Ich denke mal 95 Cent. 3,99. Knapp. Für Kokoswasser? Mhm. Was ein Abfallprodukt ist. Nein, das ist das, was in Kokosnüssen drin ist, das ich Wasser. Weiß. Das ist kein Abfallprodukt. Ja klar, ach. Wie zum Beispiel Raffaello. Ja. Die benutzen ja das Kokosfleisch. Ja. Meinst du, die würden auch das Wasser benutzen? Nee, die sammeln das und verkaufen. Und verkaufen das dann an die Firma für 5 Cent. Da ist was drin, hätte ich fast vergessen. Fast übersehen. Also hier ist ein Riegel drin von Foodspring, eine Proteinbar Extra Chocolate.
mit 13 Gramm Protein pro Riegel und es ist zuckerarm. Crispy Coconut. Würdest du das denn kaufen für 4 Nein. Euro? Nein. Aha. Bin ich verrückt. Das ist bis März 24 mindestens haltbar. Wenn man das vielleicht, könnte man sagen, das haben wir jetzt. Ne? Aber ihr wisst ja, Mindesthaltbarkeit heißt nicht, dann ist es blub, kaputt. Die können ja gar nicht lesen, diese Sachen. Ne? Die wissen gar nicht, dass sie bald ablaufen oder so. Es ist also danach, kann man einfach seinen Sinnen vertrauen. Wirklich. Das sollte man auch, wenn es noch nicht das Datum erreicht ist. Gucken, riechen. Wenn das beides okay ist, dann probieren. Schmeckt's okay, dann ist es okay. So, wie unsere Vorfahren das auch gemacht haben. Ein Riegel 158 Kilokalorien. Ja, kenne ich noch nicht. Den Riegel. Ein Foodspring Riegel. Und der kostet 2,29 Euro. Dafür muss er sehr satt machen. So, und ja, beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum 31.03.24. Ja, siehste. Was steht da? Unwiderstehlich im Geschmack. Sag auf Wiedersehen zu Proteinriegeln wie Steinen. Ich hatte noch nie Proteinriegel mit Steinen oder der wie Steine war. Egal. Wir haben ein hohes C, leichte Orange. Deine Vitamin C Power mit Acerola, 60% Fruchtsaft. Aber hohes C war doch immer 100% Fruchtsaft. Und jetzt ist Wasser rein und dann ist es leicht. Das ist Verarsche. Es ist aber immerhin vegan. Wie Orangen ja auch. Siehste? Siehste? Jetzt ist das nämlich teurer als das Original. Wirklich. 2,49 Euro der Liter. Es ist drin. So ein Glas, 250 Milliliter, deckt deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Deine natürliche Vitamin C Power für Immunsystem und Energiestoffwechsel. Ohne Süßungsmittel und zugesetzten Zucker. Das ist ja toll. So, natürliches Vitamin C. Und wo steht denn, was drin ist? Wo steht denn, was drin ist? Da, Zutaten. Boah, weiß auf gelb, super zu sehen. Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, 59%. Ah, Acerola ist dann der Rest, 1%. Dann kommt Wasser, dann Acerolasaft aus Acerolasaftkonzentrat. Das ist dann 1%, so ergibt sich dann insgesamt 60% Fruchtsaft. Und natürliches Orangenaroma, natürliches Aroma. Und Beta-Carotin, damit es so eine schöne Farbe hat. Ja, und wahrscheinlich auch natürliches Wasser. Davon steht nichts da, aber das ist ja vegan. Also ist wenigstens veganes Wasser. Das ist Verarsche, aber egal. Ja, auf jeden Fall magst du das trinken, ne? Und es ist eine Pfandflasche. Ich würde es aber nicht kaufen. Nee. Für den Preis. Also das ist wirklich nicht einzusehen, ne? Die, das ist schon ein bisschen Veräppelung. Habe ich eben verarscht gesagt, tut man nicht. Ja, 2,49. Ich gucke mal, ob wir alles gesehen haben. Ja. Fanta hatten wir auch. Ja, komische Gewürz. Food Spring Bar. Ja, alles drin. Was steht hier noch? Ein Rezept. Ach so, Bruschetta mit diesen Datteltomaten. Nee, ich mag kein Bruschetta. Aber so auf Brot, doch, mit Frischkäse, ja, könnte man. Und noch Werbung für Mr. Brownie. Das war's, meine Lieben. Was sagst du zu dem Inhalt? Du fragst nicht mich. Doch, ich frag dich. Naja. Ist naja, ne? Ich sag es mal. Es ist ein naja. Naja. Ich finde, 2/3 der Produkte, naja, ich sag eher mal, 4/5 der Produkte total überteuert. Das ist schon so, ne? Das ist schon so, ja. Ja. Naja, im Prinzip sind alle Produkte überteuert. Aber in den Geschäften sind die meistens dann günstiger, ne? Weil die nämlich zu den Preisen sowieso dann keiner mehr kaufen würde wahrscheinlich. Außer, ich glaube schon, dass dieses Gewürz hier, da sind alle so scharf drauf, Just Spices, die Leute kaufen da Batterien von Gewürzen.
Naja, das sind auch wahrscheinlich viele Leute, die gar nicht wissen, wie man normal würzt. Hm, wahrscheinlich. Ja. Die denken dann, die hätten. Man kann Bratkartoffeln nicht machen, ohne Bratkartoffel gewürzt. Ne? Na, frag mich natürlich, wie die letzten Jahrzehnte Bratkartoffeln gemacht worden sind, ohne dieses Gewürz. Da waren die Kartoffeln noch anders vielleicht. Nein, ist Quatsch. Ihr Lieben, ihr wisst es. Also, wir werden das verwenden, auf jeden Fall. Aber nötig war es nicht. So. Ja, wir werden es verwenden, wenn wir es haben. Ja, ja. Ich würde nie im Leben, ich würde auch keine 2 Euro dafür ausgeben. Warum? Ne? Und wenn es recht nicht 6 Euro. Naja. Pretty Pute. Pretty Pute. Ja, das, was war denn jetzt neu? Also dieser Wahnsinns-Orangensaft mit Wasser. Das hier, das ist gut hier, der Kompott. Kokoswasser, ja, ist auch was Neues. Die kann man auf jeden Fall immer brauchen hier. Ja, Giotto magst du, bist du nicht wild drauf. Ketchup hatten wir schon oft. Der Riegel ist neu, aber hätte nicht sein müssen. Der Puka-Tee, bitte, 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 ohne Bergamot. Ich mag Bergamot nicht. Und die Brownies, ja. Naja, die hätten auch nicht sein müssen. Hätten auch nicht, aber gut, wir werden sie. Wenn uns jemand besuchen kommt, dann haben wir was zum Anbieten. Ich habe heute Marmorkuchen gebacken. Jawohl. Vielleicht zeige ich den gleich, wenn wir die andere Box auspacken. Dann zeigen wir ein Stück davon. Ne? Ja. Alles klar. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe für euch. Bleibt oder werdet gesund und bis demnächst wieder.